zusammen. Wir müssen Tierwohl auch messen können. Ja, genau. Und wir können Tierwohl messen. Was wir machen, wir entwickeln mit meinem Ministerium den, und mit Experten den Stall der Zukunft. Der wird anders aussehen als die Ställe heute. Aber die müssen einen Grund haben, warum sind es Ställe der Zukunft? Wir haben Tiere mit Bewegungsprofilen. Wir messen Bewegungsprofile von Tieren. Und das Interessante ist, Stichwort mal bei Hühnern, jetzt werde ich speziell, aber ich fand es selber sehr spannend, ist, dass es bei Tieren häufig so ist wie auch bei Menschen. Es gibt diejenigen, die immer raus wollen. Es gibt aber auch die sogenannten Couch-Potatoes. Bei den Hühnern, die als freilegend, also deren Eier als Freilandhaltung vermarktet werden, 20% eines Bestandes gehen überhaupt nicht raus. Und wenn dann nur so ein paar Meter, genau, weil die Angst haben, gucken immer nach oben. Genau, und schnell aber das wieder ist doch rein. Hochinteressant, nicht weil sie festgehalten werden, nö, sondern weil das ein Bewegungsverhalten ist. Und das abgebildet, das ist jetzt sehr technisch, aber ich halte es für ganz wichtig, dass wir wegkommen von den Stimmungen. Das abgebildet zeigt, wie unterschiedlich Tiere sind. Das zeigt, wir hatten auch Kühe, wenn wir da in den Kuhstall gekommen sind. Wenn Menschen in den Kuhstall, dann war Unruhe in dem Stall. Da hat man die Kühe gehabt, weil sie wussten, der Mensch ist ein Stressfaktor. Ich gehe heute in viel größere Ställe, viel größer. Mit Freiluft, mit allem, mit große Ställe, die Tiere laufen frei rum, mit Melkrobotern, die selbst entscheiden, wann sie gemolken werden, wo der Veterinär auf dem Handy sieht, dass ein Kuhäuter eine höhere Temperatur hat. Ich beschreibe das deshalb. Warum Tierwohl? Ich abstrahiere das jetzt. Wir müssen dahin kommen, dass Tierwohl nicht nur ein Gefühl ist, sondern etwas Verifizierbares ist. Und das heißt für mich, das Thema Tierwohl hat was zu tun mit Platz, mit Bewegung, dass wir keine Schwänze mehr kopieren müssen, vieles andere auch. Und jetzt kommen wir zum Tierwohlkennzeichen, ein Beispiel. Herr Sonnenleitner hat es vorhin gesagt, die Leute, wenn sie Bio wollen, fordern, dann sollen sie es bitte auch kaufen. Und dann müssen wir es noch schaffen, dass Lebensmittelhersteller nicht Tierwohl auf Produkte draufschreiben, wo alles andere drin ist. Also aber ich möchte Tierwohl. Zum Beispiel Aldi macht das und das ist nicht akzeptabel. Da müssen wir uns überlegen, wie kann man das, die schreiben auf, ich sag mal, 1 Euro Hühnchenfilet, schreiben die drauf. Das dürfen die gerne draufschreiben, dann gucke ich mir das gerne an. Und deshalb komme ich ja zu einer staatlichen Zertifizierung, okay, dass das eben nicht passt oder passiert. Der Punkt ist doch, wenn wir sagen, wir müssen doch definieren, was ist Tierwohl. Wir haben ein Tierschutzgesetz in Deutschland. Das müssen wir jetzt auch immer festhalten. Wir machen ja immer so, als sei hier freies Verhalten. Landwirte müssen sich an ein Tierschutzgesetz halten, das ziemlich anspruchsvoll ist, wenn ich mir die ganze Welt anschaue. Auch das müssen wir mal festhalten, so etwas. Und wer aber über diesen gesetzlichen Standard produziert, der hat massiv mehr Kosten. Und diese Mehrkosten müssen sich niederschlagen, weil eine Bauernfamilie kann sonst nicht davon leben. Entweder zahlt der Verbraucher mehr oder der Staat fördert es. Aber Frau Ministerin, trotzdem nochmal zu den Kosten, weil ich glaube, wir sollten da auch an die Landwirte denken. Wenn Sie sagen, die Kosten, wir wollen mehr Tierwohl, wird wahrscheinlich irgendwann eine gesetzliche Regelung kommen müssen, dass die Bauern ihre Ställe umgestalten. Jetzt sagt der Bauer aber mit Recht, ich habe meinen Stall 2015 vor 3 Jahren mit relativ viel Geld neu gemacht. Richtig. Und jetzt 5 Jahre später sehe ich schon, in 2 Jahren darf ich die nicht mehr betreiben, muss ich wieder das komplett umbauen. Das funktioniert ja nicht. Ja. Werden Sie, sagen Sie, können Sie den Bauern versprechen, solange Sie Ministerin sind und solange das in der CDU-CSU-Hand ist, wird dafür gesorgt, dass es lange Übergangsfristen gibt? Also haben wir ja zum Beispiel beim Kastenstand, wo ich keinen Einfluss habe. Ich bin ja Exekutive und nicht Judikative. Also das heißt, die Gerichtsbarkeit, die darüber entscheidet, zum Beispiel über das Kastenstandsurteil verkündet hat, da kann Politik machen, was sie will. Wir haben ein Kastenstandsurteil, dass das jetzt nicht mit unserem Tierschutzgesetz vereinbar ist. Dann müssen wir eine Neuregelung machen. Und deshalb habe ich gesagt, wenn wir die neue Kastenstandsregelung machen, müssen wir den Abferkelbereich mitmachen, damit Planungssicherheit für die Landwirte da ist. Wir machen eine Übergangszeit 15 Jahre. Das ist für viele, sondern für Verbraucher sagen, viel zu lang. Aber wenn ein Stall, wenn ich dann 1 Million Euro in die Hand nehmen muss, dann brauche ich da Unterstützung. Und deshalb sage ich, das Tierwohlkennzeichen, das, was wir entwickeln, was Dänemark, was die Niederlande haben, ist so ähnlich wie das Biosiegel, dass wir ein Angebot machen für die, die wollen, dass sie gefördert werden vom Staat, mehr zu tun, als der Gesetzesstandard verlangt, und dass sie auch mehr verlangen können für das Stück Fleisch. Aber dann kommt die Frage der Wahrheit, ob der Verbraucher das, was er sonntags sagt, bereit dann ist montags zu bezahlen, auch einkaufen geht.